Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir an im Programm. Sehr verehrte Gäste, sehr verehrte Religionsvertreter, herzlich willkommen hier zum Tag der offenen Tür Religions for Peace Rhein-Main. Eine Veranstaltung, die im Sinne des Friedens organisiert worden ist, um Menschen verschiedener Religionen hier zusammenzubringen, im Sinne von Toleranz, interreligiöser Austausch, interkultureller Austausch. Wir als Verein Gemeinsam e.V., die hier praktisch die Organisatoren dieser Veranstaltung sind, zusammen mit der Dina Kaufmann als Leiterin der Ortsgruppe Rhein-Main von GCRP, möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen. Werde kurz das Wort weitergeben an den Herrn Hamad El-Karouchi, unseren Vereinsvorsitzenden vom Verein Gemeinsam e.V., anschließend noch ein paar kurze Worte von Dina Kaufmann. Und wir beide werden so, beziehungsweise die drei werden das Ganze so ein bisschen moderieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und dass wir alle auf Tisch an diesem heutigen Tag etwas mitnehmen können für die Zukunft, um weiterhin auf Friedensbasis zusammenzuarbeiten. Einerseits, liebe Freunde, liebe Gäste, vielleicht einfach noch ein paar Worte vielleicht zu unserem Verein Gemeinsam e.V., ein paar Zeilen, damit man, wir sind Verein junger Menschen, die überwiegend Marokkaner sind, hier geboren, teilweise aufgewachsen sind, sich sogar dafür entschlossen haben, einen Verein zu gründen, damit man sich in diese Gesellschaft einbringt, aber auch der Gesellschaft einbringt, in unsere Denkweise, in unsere Lebensweise zu vermitteln. Unsere Botschaft ist einfach, mit der Gesellschaft, in der Gesellschaft einen Beitrag dazu zu leisten, dass es friedlicher wird, dass es eine bessere Verständigung zwischen den Schichten, zwischen den Kulturen gibt. Das ist im Grunde nur die Verantwortung zu unserem Verein, wer sich gerne mehr informieren will. Es gibt die Homepage von uns www.gemeinsam-ev.com. Weitere Informationen können wir gerne an dem Stand teilen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei den Gästen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Dr. Brendel, dass er die Ehre gegeben hat, mit uns zu sein. Und gebe das Wort an unsere Vorsitzende, Frau Dina Kaufmann. Vielen Dank. Guten Tag, liebe Freunde. Eigentlich ist schon fast alles gesagt worden. Zunächst möchte ich mich vielleicht vorstellen. Ich bin Frau Detlinde Kaufmann, Mitglied von Religions for Peace Deutschland und Leiterin der Religions for Peace Ortsgruppe Rhein-Main. Jedes Jahr haben wir die Freude, einen Tag der offenen Tür zu feiern. Und heute ist wieder mal so ein Tag. Und wir haben uns gedacht, dass jedes Jahr sollte eine andere religiöse Gruppierung Gastgeber sein.
Und es hat bis jetzt eigentlich ganz gut geklappt, bis auf die letzten Jahre. Da waren wir alle ein bisschen überfordert mit unseren anderen Verantwortungen. Und dafür in diesem Jahr hat Mohammed angeboten, hier von Gemeinsam e.V. diese Veranstaltung zu organisieren. Da bin ich ihm sehr dankbar und auch Taufik sehr dankbar dafür. Sind zwei sehr dynamische junge Leute, die wirklich einen Beitrag zu leisten haben. Und ich hoffe, dass wir in der Zukunft noch viele Jahre gemeinsam arbeiten und sich diese Programme auch entwickeln können. Ich freue mich wirklich, euch alle hier zu haben, die euch die Mühe gegeben haben, hierher zu kommen. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Diejenigen, die nicht da sind, hoffen wir, werden heute was vermissen. So, ich freue mich auch ganz besonders natürlich, dass Herr Dr. Brende sich die Mühe gegeben hat. Das ist nicht ohne weiteres, dass man ihn hier haben darf. Er ist der Vorsitzende für Religions for Peace Deutschland. Und seine Anwesenheit zu diesem bescheidenen Versuch, Religionen etwas näher zueinander zu bringen, ist uns eine große Ehre. Vielen Dank. Dann möchte ich auch als Ehrengast Herr El Karouch Kadour begrüßen. Herr Kadour hat ein Buch geschrieben, eine Art Autobiografie und gleichzeitig eine Beschreibung über seinen persönlichen schweren Weg in der Integration in dieser westlichen Welt. Das Buch steht am Tisch da, wenn jemand Interesse hat, kann er gerne mal reinschauen. Und er ist auch ein Gelehrter der Schrift, der Heiligen Schrift des Korans. Also vielen Dank, dass Sie heute da sind. Dann möchte ich Herr Elias Mohammed, ist er da? Herr Elias Mohammed? Nein. Er hatte sich heute angekündigt, aber ist wahrscheinlich noch nicht eingetroffen. Stellvertreter der Ahmadiyya Muslime Jamaat hatte sich für heute angekündigt. Dann möchte ich auch willkommen Didi Sudesh. Sie ist Leiterin der deutschen und europäischen Raja Yoga Zentrum des Brahma Kumaris. Und wir hatten auch Herr Professor Seidenberg heute erwartet. Vielleicht ist er noch unterwegs. Er ist ein persönlicher Freund unserer Familie und wollte uns auch die Ehre geben, heute da zu sein. Frau Shilpa Kapoor, ist Frau Shilpa Kapoor da? Nein, auch noch nicht. Sie ist Stellvertreterin für eine Hindu-Gemeinde in Frankfurt. Ich kenne sie persönlich selbst nicht, aber sie hatte sich vorgenommen, heute dabei zu sein. Mal schauen, ob sie es noch schafft. Dann nochmal einen ganz besonderen herzlichen Dank an den Vorsitzenden der Gemeinsam e.V., Mohammed El Karouchi, unser Stellvertreter Taufik Hatik und alle deren Angehörigen, muss man sagen, die mehr oder weniger im Hintergrund diese bescheidene Veranstaltung zu einem Erlebnis machen werden. Also, sie sind und ich möchte auch die Gelegenheit wahrnehmen, den Religions for Peace Tag der offenen Tür 2007 anzukündigen. Am Samstag, das bitte zu notieren, den 13. Oktober 2007 um 13 Uhr in der St. Marienkirche in Offenbach. Gastgeber, so, vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, hat das Buch vor dem Programm ein bisschen eine Übersicht, damit jeder ein bisschen versteht, was passiert, macht das. Dann verabschiede ich mich und bis später nochmal und wünsche euch allen einen schönen Tag. Und dann nochmal ganz kurz vielleicht zum Programm. Das haben Sie ja mehr oder weniger vielleicht schon in den Ausgangspunkten gesehen, beziehungsweise vielleicht auch schon in der Einladung erhalten. Wir haben uns das vorgestellt, dieser Tag wird so ablaufen, dass wir erstmal ein bisschen aus den verschiedenen Religionen zusammenkommen und ein paar kleine Vorträge aus unserem Motto religiöse Erziehung haben werden. Herr Dr. Brende wird auch gleich noch mal ein paar Worte von der Religiosität
für die Religious Focus Deutschland bzw. auch auf der internationalen Ebene wirklich dazu zu verstehen. Im Anschluss dessen, wie gesagt, wird das dann in den Bereich interreligiöse Erziehung, wo wir dann aus verschiedenen Religionsgruppen die einzelnen Vertreter dazu kurz für 15 Minuten vorgesehen haben, dass die nochmal dieses Thema interreligiöse Erziehung, das heute noch sehr aktuell ist, zu beleuchten, zu schauen, wie sieht das die eigene Religion, was sagt die eigene Religion dazu, denn Religionen sind ja meistens immer so ausgelegt, dass sie verschiedene Überzeugungen praktisch predigen, die selbst in der eigenen Religion verankert sind. Heutzutage hier in Europa oder sonst wo auf der ganzen Welt ist dann doch so, dass verschiedene Religionen aufeinandertreffen. Und gerade dieser Punkt ist doch ganz wichtig, wie gehen denn die verschiedenen Religionen miteinander um? Gibt es da vielleicht sogar Ansätze in den Religionen selber, wie diese interreligiöse Erziehung sozusagen ablaufen muss, um eine freundlichere, friedlichere, tolerantere Welt zusammen zu gestalten zu können. Das ist dann der Programmteil mit den Vorträgen. Dann haben wir vorgesehen, das Programm hat sich natürlich jetzt etwas verschoben, weil ich zeitlich nicht so ganz genau wie wir uns vorgestellt haben, aber die Verschiebung von circa einer halben Stunde wird dann gehen. Anschließend an die Vortragsreihe gibt es dann Austauschphasen, das heißt die Gäste können hier an diesen Ständen, die wir im Hintergrund vorbereitet haben, die einzelnen Religionen kennenlernen. Sie werden Gelegenheit haben, die einzelnen Religionsvertreter, die dort an den Ständen präsent sein werden, auch generell mal zu fragen, mal näher kennenzulernen, was ist diese Religion genau, welche Basis hat sie, welche Basis sie aufgebaut etc., sodass man doch zusammen einen guten Austausch dann vollbringen kann. In dieser Austauschphase wird dann ab 16.30 Uhr dann der Teil mit den kulturellen Labyrinthen beginnen. Da haben wir heute zwei Gruppen, die auftreten werden. Einmal die Weichnamer Tradition mit ihrem Teil, mit dem nochmal gemeinsam gesprochen haben, die auch heute präsent sein wird und auch nochmal einen kleinen Vortrag haben. Dann geht es natürlich weiter mit der Austauschphase. Das heißt, Sie sind natürlich auch ganz herzlich eingeladen. Wir haben hier im Foyer Kaffee und Kuchen bereitgestellt. Das heißt, in den Austauschphasen können Sie sich gerne bedienen. Es ist vorbereitet. Man kann sich einfach mit Lust und Laune bedienen. Und für den gegen Ende des Programms, das heißt nach 18 Uhr, kommen wir dann praktisch zu dem zweiten Teil des heutigen Tages, den ich meinen Tag der offenen Tür von einer vom Verein Association Internationale Sufi Alawiya. Das ist praktisch ein Verein aus der islamischen Mystik, aus dem Sufismus, der sich praktisch dann hier nochmal mit einer Gebetssitzung, einer kleinen Gebetssitzung, circa 1 bis 1,5 Stunden, mal zeigen möchte, dass die Gäste das auch natürlich nochmal das Leid miterleben können, was wie das im Islam nicht wieder gebetet wird, was uns dort wichtig ist. Das ist so ein groben der Teil, wie das Ganze ablaufen wird. Der Teil zwischen 18 und 19 Uhr ist mehr oder weniger Freizeit, damit wir hier so ein bisschen umbauen können, natürlich auch die Tische etc. ein bisschen herrichten können für den zweiten Teil des Programms. In der Zeit ist dann natürlich auch nochmal nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern da gibt es dann noch ein bisschen leckere Spezialitäten aus den verschiedenen Kulturkreisen. Also da ist dann nicht nur Kuchen, sondern auch wirklich kleinere Mahlzeiten nochmal vorgesehen. Und das ist schon meist Information für Sie, damit Sie sich darauf vorbereiten können, denn Sie werden nicht verweilen, ohne etwas zu essen zu haben. Gut, dann würde ich den Herrn Dr. Brende herzlich einladen, uns ein paar Worte zu sagen. Vielleicht generell zu Religions for Peace, die jetzt vielleicht schon ein bisschen aktiver dabei sind, wissen, worum es sich da genau handelt. Aber es sind vielleicht auch Gäste heute dabei, die nicht genau wissen, was Religions for Peace tut. Was ist das Wort für eine Organisation? Wie ist das, wie ist das generell aufgebaut? Und das Thema, was halt generell vorbereitet worden ist, ist natürlich der Bericht über die 8. Weltkonferenz in Kyoto, die vor kurzem stattgefunden hat. Ja, begrüßen Sie mir Herr Dr. Brende. Ja, meine sehr verehrten Damen
und Herren. Zunächst mal darf ich mich sehr herzlich bedanken für die Einladung, für die freundliche Begrüßung, für die Einladung, heute hier bei Ihnen zu sein. Ich bin jetzt ein bisschen im Zweifel, wie ich das am besten machen kann, von der Zeitvorgabe. Sie sind etwas im Zeitverzug. Wie lange habe ich denn etwa Zeit? Ja, 15 Minuten, das ist noch sehr, sehr knapp. Dann muss ich das alles ändern, was ich vorbereitet habe. Ja, zunächst wurde ich gebeten, was zu Religions for Peace zu sagen. Und dann natürlich etwas zu dieser großen Weltversammlung in Kyoto. Das eigentliche Thema, das vorbereitet war, ist Region und Gewalt, aber das werde ich dann jetzt einfach weglassen, sonst wird es zu lange gehen. Ja, also Religions for Peace, eine weltweite Bewegung, 1970 in Kyoto gegründet. Und zwar im Blick auf die atomare Bedrohung der Welt, haben die großen Religionsgemeinschaften gesagt, es ist wichtig und notwendig, einfach mal zusammenzukommen, um die Stimme der Region in dieser Gefahrensituation deutlich zu machen. Man hat dann vereinbart, dass man sich alle 5 bis 6 Jahre wieder treffen möchte. Von deutscher Seite war eine Frau Dr. Rücker mit dabei, der ist im Zentralkomitee der deutschen Katholiken delegiert wurde. Und sie hat diese Idee nach Europa mitgebracht. Man hat dann eigentlich in Europa und vor allem auch in Deutschland Religions for Peace gegründet. Und in ihrer Nachfolge sind dann, kurz jetzt ein bisschen, 1988, darum war dann erstmals eine Versammlung, wo alle die für Religions for Peace, damals das noch geheißen Weltkonferenz der Regionen für den Frieden, hat den Namen jetzt geändert, weil jeder sagt, wo ist eine Konferenz, ja, heißt einfach Religions for Peace, Regionen für den Frieden, wo zum ersten Mal alle deutschen Interessenten zusammenkamen in Mainz. Man hat dann beschlossen, eine deutsche Gruppierung, eine deutsche Sektion zu bilden, dafür der europäischen Sektion. Damit hat es auch schon die Struktur. Ich wurde damals als Vorsitzender gewählt und ich habe gleich gesagt, meine Perspektive ist eigentlich die, dass Religions for Peace keine Wasserkopfgeschichte wird, wo bloß die hochrangigen Religionsvertreter zusammenkommen und klug reden, sondern es muss eigentlich eine Grassroot-Movement sein, eine Basisbewegung, wo Leute, die an der Basis sind, Familien, Frauen, Männer, Kinder, zusammenkommen, um sich ihre religiöse Erfahrung auszutauschen, um die Regionen vor Ort auch in ihren religiösen Institutionen, Kirchen, Gemeinderäumen und so weiter kennenzulernen. Und da haben wir dann intensiv angefangen, 1988 mit der Gründung von örtlichen Gruppen. Inzwischen haben wir 13 bzw. 14 verschiedene Gruppen in verschiedenen Teilen der Bundesrepublik, die alle sehr unterschiedlich arbeiten. Die Repräsentanten der Gruppen kommen zum nächsten Samstag, sehen wir uns wieder, Frau Kaufmann, kommen dreimal im Jahr zusammen zu einer geschäftsführenden Ausschusssitzung. Da werden auch Erfahrungen ausgetauscht, nicht was die einzelnen Gruppen vor Ort im interreligiösen Sektor anbieten, sodass man da auch von anderer Seite lernen kann. Ich darf Ihnen schon heute gratulieren zu dieser Veranstaltung. Das macht, glaube ich, bisher noch keine Ortsgruppe, berichten Sie am Samstag. Ich finde es toll, dass man am Samstag so viele Leute zusammenbekommt. Das ist nicht so selbstverständlich. Ich glaube, ich würde dich gratulieren dazu. Ja, und diese deutsche Arbeit ist dann eingebunden, also da sage ich vielleicht noch ganz kurz, von deutscher Seite aus ist kein großes Büro, ich mache das ja auch nur nebenberuflich, nicht mein Hauptberuf ist, ich bin der Diözese Rottenborn-Stuttgart angestellt, seit 40 Jahren, lange Jahre als Gemeindeleiter und inzwischen als Leiter des Fachbereichs Führungskräfte und muss das einfach auch in meiner Freizeit bewältigen. Wir treffen uns dreimal im Jahr zu einer geschäftsgeführenden Ausschusssitzung, wo die Repräsentanten der Ortsgruppen zusammenkommen. Wir sind präsent bei den evangelischen Kirchentagen, bei den Katholikentagen und wir laden einmal im Jahr ein zu einer Jahreskonferenz. Das wird sich im nächsten Jahr jetzt ändern. Wir werden hier zu regionalen Konferenzen samstags einladen, weil es einfach schwierig geworden ist, für ein ganzes Wochenende, das ist auch eine Kostenfrage natürlich, die Leute zusammenzubekommen. Diese deutsche Arbeit ist dann eingebunden, ich verkürze jetzt ganz stark, in die europäische Sektion. Ich selber bin auch Mitglied im europäischen Exekutive, im europäischen Governing Board und dann eben die Repräsentanten der verschiedenen europäischen Länder, wo Religions for Peace etabliert sind, glaube ich, 11 oder 12 Länder inzwischen regelmäßig zusammenkommen. Jetzt im Januar ist die nächste Konferenz, wo dann auch zu größeren Veranstaltungen in Graz, vor 2 Jahren, glaube ich, sie waren dabei, nicht eine große europäische Versammlung war, wo alle, die bei Religions for Peace Mitglied sind, dann auch eingeladen sind. Und dann die noch höhere Ebene, die internationale Ebene, Religions for Peace International, dort arbeiten auch 3, 4 hauptamtlich Beschäftigte in New York. Diese Arbeit ist vor allem sehr stark dadurch gekennzeichnet, dass hier große Projekte
in der Welt initiiert werden. Zum Beispiel, von dem wir nachher etwas berichten, davon die Gründung von interreligiösen Räten in Ländern, in Regionen, wo eben sehr starke Konflikte bestehen, Bosnien-Herzegowina, Sudan, Sierra Leone und so weiter. Das ist eigentlich eine sehr gute Arbeit, die dort gemacht wird. Da wird auch dann eingeladen, alle 5 bis 6 Jahre, zu einer großen Weltversammlung, die in diesem Jahr im August in Kyoto, in Japan, stattgefunden hat. Und da konnten von deutscher Seite aus 3 Delegierte, 2 Delegierte teilnehmen. Insgesamt waren 6 deutsche Teilnehmer dabei, die aus anderen Gruppierungen gekommen sind. Damit ist mir eigentlich sehr wichtig, ist, dass die örtlichen Gruppen, es gibt ja, das nur nebenbei zu sagen, eine ganz große Vielzahl von interreligiös arbeitenden Gruppen in der Bundesrepublik, in jeder Stadt, auch in Frankfurt, gibt es sicher eine Reihe von Gruppen, die interreligiös arbeiten. Das Besondere von Religions for Peace ist eben, dass diese interreligiöse Arbeit vor Ort eingebunden ist in europäischen und dann auch noch in internationalen Rahmen. Also diese Öffnung auf andere Traditionen. Und das hat nun eigentlich auch die große Weltversammlung sehr deutlich gezeigt. Da möchte ich Ihnen ein bisschen berichten, wenn ich die Zeit überschritten habe, bitte wehren Sie sich einfach so, damit ich dann abbreche. Das muss nicht komplett sein. Zunächst mal die Leitidee dieser Weltversammlung. Die wurde uns in einem großen, 100-seitigen englischen Buch mitgeteilt, einige Wochen vorher. Und dann fliegt man ja nach Japan 12 Stunden, um so Zeit das durchzulesen. Und da war also die Begründung die, dass man gesagt hat, die derzeitige weltpolitische Situation ist eine ganz große Herausforderung für die Regionen. Und diese 8. Weltversammlung seit Kyoto, also die 8. Weltversammlung wiederum in Kyoto, jetzt die 8. Ja, wollte neue Visionen für eine nachhaltige Sicherheit entwickeln, die in den Erfahrungen und ethischen Perspektiven der Regionen im Umgang mit Gewalt gründen. Deshalb auch die Überschrift der Konferenz Confronting Violence and Advanced Shared Security. Kann man nur sehr schwer übersetzen, könnte und wahr heißen, gegen Gewalt und für Sicherheit. Das ist nicht korrekt übersetzt, aber es ist ganz schwierig, das wirklich zu übersetzen. Wir sollten bei dieser Konferenz konkrete Wege zur Beendigung der Kriege, zur Beseitigung der Armut und zum Umweltschutz aufgezeigt haben. Das waren so die Perspektiven, die am Anfang genannt wurden. Nun, meine Damen und Herren, es wäre sicher vermessen anzunehmen, eine solche Konferenz würde die genannten Probleme lösen. Aber die Anwesenheit höchster Repräsentanten der Regionen sowie Vertreter religiöser Institutionen aus aller Welt und Repräsentanten verschiedener Regionen, wegen der saß direkt Delegierter des niederländischen Außenministers, also einfach seiner engsten Mitarbeiter. Das alles ließ hoffen, dass durch sie neue Perspektiven für die Region und für die politisch Verantwortlichen aufgezeigt werden können. Je nachdem, dennoch, Aufgabe der Region wird es bleiben müssen, die ethischen Werte in der Gesellschaft und für die Gesellschaft immer wieder neu zu formulieren. Voraussetzung ist natürlich, dass die Regionen selbst etwas Toleranz und Fanatismus in den eigenen Reihen beseitigen. Friedenssicherung setzt sicher konkretes Handeln voraus. Die Frage wird bleiben, inwiefern die Stimme der Regionen, bei denen Politik und Wirtschaft verantwortlich ist, überhaupt Gehör findet. Und da haben wir hier in der Bundesrepublik ganz schlechte Karten, das sei Ihnen ganz offen. Ich habe vor Jahren den Rundtisch der Regionen auf Bundesebene gegründet, hat mit Religions for Peace insofern nichts zu tun, oder ich eine Geschäftsführung dort mache. Das ist eine eigene Organisation, wo Repräsentanten der obersten Kategorie, also Bischöfe, Bischofsrang, Präsidialen und so weiter, Präsidiumsrang der anderen Gemeinschaften, sich hier 2-mal im Jahr treffen. Wir haben eine Resolution gemacht angesichts der Situation, wo ein Afghane, der zum Christentum übergetreten war, dort zum Tod verurteilt. Dass die Regionen, die Regierungen hier eben ihren Einfluss geltend machen, dass solche Dinge in Zukunft nicht mehr passieren. Wir haben das ins Außenministerium geschickt, die verschiedenen Parteivorsitzenden, Reaktion überhaupt keine. Also die Stimme der Regionen ist dort nicht, obwohl das nicht irgendwelche Nullen waren, die geschrieben haben, sondern eben Leute im Bischofsrat. Aber das ist hier in der Bundesrepublik nicht so interessant, offensichtlich. Ich möchte jetzt nicht mehr weiter auf die Leitidee eingehen, das waren die wichtigsten Dinge, habe ich genannt. Ich möchte einfach noch so ein bisschen Schlaglicht auf die Konferenz werfen. Zunächst die Eröffnungssitzung, und dann werde ich über die anderen
Versammlung, es war immer viermal eine Vollversammlung, es ging nur vier Tage und dann die große Schlusssitzung. Da möchte ich Ihnen einfach ein bisschen berichten, auch ein paar Stimmen zur Geltung bringen, die ich mir so mitnotiert habe, damit Sie so ein bisschen Einblick bekommen in so eine Konferenz. Es waren also etwa 2000 Teilnehmer, die meisten natürlich Japaner, die eben auch Konferenzgäste waren. Darunter waren 540 Delegierte aus 99 Ländern, die eben nach Kyoto gekommen waren. Die Konferenz tagte in derselben Konferenzhalle, in der bereits 1970 damals WCAP gegründet wurde. Der Generalsekretär von Religions for Peace International, Dr. Wendling, konnte da einige Gründungsmitglieder begrüßen. Unter den Delegierten waren 170 Frauen, die sich bereits einen Tag früher in Kyoto zu einer eigenen Frauenkonferenz versammelten und 120 Jugendliche, die einige Tage vorher schon in Hiroshima zu einer eigenen Konferenz zusammenkamen. Insgesamt waren 70 verschiedene interreligiöse Gruppen vertreten, sowie vier regionale Gruppen, Asien, Afrika, Amerika, Europa, ferner nationale und internationale Repräsentanten, darunter eine ganze Reihe von Kardinälen, Bischöfen aus allen religiös-christlichen Denominationen, Sheikhs, Präsidenten verschiedener Religionsgemeinschaften, Vertreter religiöser Gruppierungen aus Konfliktländern wie Palästina, Irak, Sudan, Sri Lanka und so weiter. Diese suchten auch, das war interessant, auf dieser Konferenz, sozusagen am Rande der Konferenz, in eigenen Treffen, die sie organisiert haben, über alle politischen Differenzen und Gräben hinweg zu konferieren, in der Überzeugung, dass die Region letztlich ein Schlüssel zum Frieden sein könnte. Interessant auch die Eröffnung der Konferenz, ganz anders wie früher, wo man einfach mit einer Gebetsstunde oder Meditationstexten aus den Heiligen Schriften angefangen hat. Es war eine Videopräsentation gezeigt zu den Konfliktfeldern unserer Zeit und parallel dazu hat man Texte aus den früheren sieben Weltversammlungen gestellt, um damit zu zeigen, das haben wir vor 6, 12, vor 18 Jahren beschlossen, wie sieht die Realität aus. Die Realität war dann im Bild aufgezeigt und der Text stand daneben. Wir sind von diesem Ziel Frieden in der Welt weit entfernt. Das war so diesem. Also haben wir jetzt die Aufgabe, in dieser Konferenz neu zu überlegen, was getan werden müsste. Interessant war dann auch, dass die Delegierten erstmals gebeten wurden, eine gemeinsame Verpflichtung wörtlich zu sprechen. Das heißt, wir nie gehen. Ich lese mal einen deutschen Text vor. Geleitet von den höchsten Prinzipien unserer eigenen Region und dem Respekt vor anderen religiösen Traditionen, verpflichte ich mich zu interreligiöser Kooperation. Ich will zusammenarbeiten mit anderen Gläubigen in allen Belangen, die eine tiefe ethische Verpflichtung beinhalten, der Beendigung von Kriegen, der Hilfe für die Armen und der Bewahrung der Umwelt. Als ich das erstmal so laut gesprochen hatte, da dachte ich mir, mein Gott, mit welcher Verpflichtung reist du jetzt nach Hause? Wie kannst du das umsetzen? Ja? Und eine Idee war, das habe ich dann bei dir, also dass ich Ihnen diese Ideen einfach weiter vermittle, ich einbuche, ja? Nächste Woche werde ich bei der Stuttgarter Gruppe darüber berichten. Da habe ich auch schon bei anderen Gruppierungen eingeladen. Einfach ein paar Schlagworte auf die Öffnungssitzung. Schriftlich übermittelte Grußworte, damit Sie sehen, wie hochkarätig diese Konferenz angesetzt war. Schriftlich übermittelte Grußworte von Papst Benedikt XVI. Dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan. Und dann hieß ein sehr betagter Leiter der Yodoshin-buddhistischen Gruppe, Koshi Tani, die Delegierten willkommen. Er erinnerte, er war Mitglied bereits bei der ersten Versammlung 1970 und forderte die Regionen auf zur Bewältigung der anstehenden weltweiten Probleme, unter anderem Armut, Unterdrückung, Radikalismus gemeinsam beizutragen. Die interreligiöse Kooperation, sagt er, könne außerdem zu tieferem Verständnis der eigenen Religion führen. Das ist in der Tat eine ganz wichtige Frucht des interreligiösen Dialogs, dass man herausgefordert wird, sozusagen einen Spiegel vorgehalten wird, wie siehst du das in deiner eigenen Religion? Ja? Also mich haben schon Leute gefragt, von dem nicht ein Glauben für den mit einer Religion, sondern zum Gegenteil, vertieft. Damit stelle ich ja manche Dinge auch bei mir in Frage, wo sie neu denken, neu reflektieren. Das ist ein Dienst, den eine Region oder andere leisten kann. Dann sprach der japanische Premierminister, der immer inzwischen abgelöst, Koizumi, hieß die Namen der Konferenzteilnehmer im Namen der japanischen Regierung herzlich willkommen und erinnerte daran, dass sich Japan zur friedlichen Lösung aller Konflikte verpflichtet hat und dass Japan auf dem Gipfeltreffen der G8 in St. Petersburg im Juli dieses Jahres einen Friedenskorridor im Nahen Osten vorgeschlagen hat und hat dann an den alten Namen von Kyoto erinnert.
Heiden, auch auf Japanisch. Das heißt so viel wie friedvolle und sichere Stadt. Und das können wir nur, so sagt er, für die Delegierten hier eine Verpflichtung sein. Eine sehr interessante Rede, der bisherige Moderator, also der internationalen Präsidenten des International Governing Board von Religions for Peace, Prinz El Hassan bin Talal aus Jordanien, gehalten. Er richtete eine sehr kritische Botschaft an die Ägypterin, ungeheuer offen auch die eigene Region, das ist der Moslem, kritisiert. Er sagte, angesichts der Situation in den verschiedenen Teilen der Welt komme dem Thema der Weltversammlung, nämlich Violence and Security, also Gewalt und Sicherheit, eine prophetische Rolle zu. Friede müsse in der Vertrauensbildung gründen und Friede können nur dann zur nachhaltigen Sicherheit führen, wenn man neben dem Verzicht auf militärische Aktivität sich auf die Armen und Benachteiligten unserer Gesellschaft bezieht. Und das könne auch eine langfristige Stabilität garantieren. Eine Antwort auf den Extremismus erhält sich nur die Einladung zur politischen Dialog. Das, was man hier auch mal sagen muss, ich meine,